seit ein Jahr. Herzlich willkommen zu Let's Play Mirror's Edge. Mein Name ist Johnson, das ist ein Spiel selbst und wir arbeiten schon seit über ein Jahr mit demselben Mikro zusammen, beziehungsweise mit demselben Headset. Ja, ich bin wirklich sehr stolz drauf, dass ich schon seit über ein Jahr mit demselben Headset arbeite und ich bis jetzt noch kein neues brauchte. Das ist für mich eine Leistung, das hätte ich nie gedacht. Irgendwann habe ich mir so gedacht, dass ich halt ein neues brauche wegen dem Rauschen. Aber diese Probleme wurden geklärt am Ende doch noch und wir haben immer noch dasselbe Headset. Auf der Straße sind jede Menge Korps, du musst nach oben, um da wegzukommen. Und es geht auf. Hier können sie nicht schießen. Jetzt wünschst du mir viel Glück. Das klappt meistens bei den Probolaufen nicht. Bei der Probe laufen kann man das nicht nennen, aber egal. Also als ich immer das ist so geil hier, das Ding. Warte. Haha. Ey, ein Teil kann man schrotten. Ich finde ein Loch. Ach, egal. Loch reinhauen, hin und her. Am Ende ist es dasselbe wert. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht für lange, fürchte ich. Auf Wiedersehen. Oh, oh. So. 20 Minuten ab jetzt. Hey, da oben. Da. 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 Die sind manchmal so einfach. Wartet irgendwo bei mir im Koffer. Ah! Bevor ich hier abstürze. Ich glaube, hier war ein Koffer. Ich habe den Koffer übersehen. Ich glaube, der war irgendwo auf dem Gerüst. Egal. So, bloß nicht nach unten. Bloß nicht nach unten schauen, sage ich nochmal. Am Ende schaue ich doch noch einmal unten. Der Helikopter ist zurückgefunden worden. Ich fürchte aber nicht für lange. Automatisch ist es in Köln. Synchronisation. Ach ja, herrlich. Hey, da unten! So. So leicht kann man einen machen. Einen Pop. Einen Pop. Ja. Das Wort nehme ich in den Mund. Voll poppig einen niedergeschlagen. Und da ist der Koffer. Den kriegen wir. Geschafft. Okay, ein Koffer. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Ha. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Das ist so geil. Ganzen Kaffee auf die Tastatur gekippt. Das ist so geil. So geil, so geil, so geil. Ich habe mich schon gelacht, als ich das las. Beziehungsweise gehört habe. Ich weiß, zu leise, aber egal. Ihr habt die Untertitel. Hoffe ich. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Er ist Clarice Schofield, Top Security Chef. Denken Sie, er war das mit Frau? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Geld reingelegt. Er wollte, dass sein Kopf da
das Krieg dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kay, ist ihnen was zu geben. Milch. Ja. Stand da Milch? Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roburns Meeting. Ist das Roburns Partner? Vielleicht. Für mich sah er wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Vom Boden weg bleiben. Okay. Das wäre ja knapp. Ja, ja, ja. So, jetzt ist der Strom aus, also der Frau war Strom an, egal. Weiter geht's. Festhalten! Och, war das knapp. Halleluja, wir haben's überlebt. Halleluja. Halleluja. So, wir müssen übrigens weiter auf die ganze Welt verzichten. Während wir hier rüberspringen und den Koffer da schnappen und den Peace zeigen, unseren Körper betrachten, wo ich es eigentlich jetzt ganz positiv finde, dass die hat die im Spiegel, im Schatten, Spiegel ist auch Schatten, egal, fertig. Ich sehe mir gerade die Baupläne an, das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Sie ist ein Labyrinth. Für mich sieht es nicht nach einem Labyrinth aus. Oh. Für mich sieht es nicht für ein Labyrinth aus. Was halten? Wir müssen auf den Koffer da. Aha. Bitte durch? Ja. Das heißt dann wohl nein. Das heißt dann wohl nein. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe ihn damals synchronisiert. Und wie jemand sagt jetzt was? Nein, ich habe ihn doch nicht synchronisiert. Das wäre ja was. Ich ihn wirklich synchronisiert habe. Alle Rechte von mir. Da habe ich ja viele Rechte an dem Game. Für die deutsche Platte. Also. Assassin's Creed 7. Ach Quatsch. AC heißt ja. Alle. Ziele. Also Ziel. Sith. Alle Sith. Egal. Wenn wir gerade bei Assassin's Creed sind. Ich mag das Spiel gar nicht mehr so gerne. Wollte ich nur gesagt haben, jetzt wäre irgendwelche Comics dazu. Zu AC. Dann gibt's Ärger. Wie geht's um Rosage? Miller, shit. Ich hätte niemals einem Kopf vertrauen sollen. Er gehört zu Roburn. Ich wette, er steckt bis zum Hals in dieser Icarus-Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann.
Ganz ehrlich, ich würde ja. Ich würde ja. Ding. Was wollte ich jetzt? Ich würde ja nicht nach oben gehen, was wollte ich irgendwas mit oben? Ich wäre ja den Fahrstuhl gegangen oder so, keine Ahnung. Egal. Jetzt wird's hart. Ah! Ihr könnt beide Zeile gehen. Niemand bedroht dich. Kannst du knicken, ey. Wow! Hey. Ja, mir geht's gut. Haha. Tritt in die Muschi. Sushi, tut mir leid. Deine Hände fangen an zu schwitzen. Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar! Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik. Wer hat Pop erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert. Wen? Einen Profi. Wir treffen uns morgen um 2 im Atrium des Einkaufszentrums. Du erkennst ihn schon. Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir. Vorsicht, Faith. Wenn du mich winkst, bist du Matsch. Klar. Klar. Schaffete. Shit, Merk, hier schießt jemand. Robin hat's erwischt. Polizei. Die Cops lösen die Party auf, also verschwinde. Ohne Kamera. Warum sind hier überall Kamera? Jeden Gebäude Kamera. Von der Polizei. Das wäre ja was. Und sogar in meiner Stadt. In eurer Stadt. In jeder Stadt. Dann werde ich irre. Da ist er. Und wie sie rennt und springt. Und ihn hat. Und da reingeht. Und springt. Drückt. Und festhalten. Viel Glück. Ich glaube, da werden wir Schrott. Du sollst nach unten. Du sollst nach unten. Du sollst nach unten. Okay, Plan B. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Viel gesichtet. Was kommt denn, ne? Wir haben sie gesichtet. Aua. Au. Ich ergebe mich. Wo war das? Wo ist mein Telefon? Ich will einen Anfang. Darf man das eigentlich heutzutage schon? Jemanden erschießen, nur weil er irgendwo eingebrochen ist? Ausbringungspunkt hin oder her, aber trotzdem, man ist ja so. Wenn ich so überlege, will ich nicht erschossen werden. Da ich ja besonders. Ich bin. So gesehen, ein Dieb. Warum springt sie ich? Egal, einfach nach unten. Ach, das ist mein Hasslevel. Jack Knife hat wohl recht gehabt, dass Roper dahinter steckt. Ich frage mich, wer dieser Profi ist. Ich verstärke dein Signal. Such du einen Weg. Das Signal steht. Scheint, als hättest du Ruhe vor dem Kopf. Wie viele Minuten? Ach so. Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein. Irgendwelche Renovierungsarbeiten. Nein. Warum? Warum sind da irgendwelche blöden Renovierungsarbeiten? Hallo da oben. Oh Mann, die Kopf kommen in die U-Bahn. Du musst weiter runter, Faith. Ja. Ich krieg da nie ein Loch rein. Irgendwann hole ich mir eine Waffe hier und dann gehe ich wieder zurück und bam bam. Finde ich, ey. Whoa! Nicht nett. Hoppala.
Hat beinahe geklappt. Wenn man da hinten stehen geblieben wäre, musste man da auch einen Schalter abklicken und so weiter. Bis man hier ist und dann kommt schon der Laden. Den Weg ab, mach dich kampfbereit. Bei der Konsolenversion ist das nicht. Bei einem guten. Und wenn man filmt, auch verschwunden. Wenn man nicht filmt. So, Waffe weg. Sprung hoch. Springen her. Wo ist mein blöder Zug? Der tanzt jetzt irgendwo. Egal, er wurde mitgenommen. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, das ist klar. Oh, noch einer. Herrlich. Auf Wiedersehen. Seien Sie sich schon ab! Jetzt! Schneller, 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 ich muss mindestens da oben sein. So, jetzt ist meine Sicherheit. Fürs Erste. Und öffnen. Wo war denn das? Ach, da. Nun ist die Tür offen. Hallo? Das wird mir ein bisschen zu oft mit der Laden. Und der Zug kommt jetzt um die Ecke. Komm da raus! Da ist er. Bam. Los. Die Cops kommen näher. Beweg dich, Faith. Ich beweg mich ja schon. So, jetzt wird's hart. So, nach dem Ding da würde ich sagen, dahin einfach. Schneller! So herrlich, herrlich, lass mich irgendwie rein, lass mich da hoch. Zug! Unter da, unter da, unter. War mir geil. Dahin, dahin. Ich will dieses Level ganz schnell beendet haben. Das Level ist auch nicht wirklich schön. Es ist einfach nicht schön. Es ist nicht mein Liebling. Schatten her. Egal. Ah! So. Jetzt kommt mein Albtraum. Guck mal, Hügel ist weg. Jetzt kommt mein Albtraum. Habt ihr mich überhaupt die letzten paar Folgen gehört? Ein paar Sekunden? Minuten? Ja, logisch. Ich bin gerade auch gerade auf einem anderen Zug.
In diesem Tempo! Hab ich eine Wahl? Ach, ehrlich. Dücken. Dücken. Ja, springen. Wer hier? Oh! Oh! Shit, jetzt stoppen die Kopf, die Züge in den Tunnel. Hinter dir kommt ein Zug, also nichts wie raus da. Gut, Kleine, wirklich gut. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kann Felde raushelfen. Sie hat in der Nähe einen Job. So schnell geht das. Das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperrung. Ach ja, wir berühren den Boden. Ich hasse dieses Level. Jetzt fangen alle meine Hasslevels an. Das ist so nett. Verblatt, oh Mann. Hm, egal. Eigentlich bin ich hier so längst gegangen. Oh Mann, hätte ja klappen können, ne? Egal, wir überziehen sowieso den Part schon. Wir haben sie gerade auch gleich, etc. Springen wir doch einfach. Wow! 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 Und da. Na egal, wir sehen uns im nächsten Part. Ey! Wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play Mirror's Edge und ich versuche jetzt die Wand rauszudrücken. Warum geht das nicht? Bei dir geht's auch nicht. Hä, warum geht das nicht? Da geht's so. Naja, wir sehen uns im nächsten Part. Da oben. Euer Johnson aus dem Spieltipps bei Let's Play Mirror's Edge.